welchen Methoden die Organisation ihre Mitglieder kontrolliert. Darunter Filmstar Jimmy Siska. New Dawn gab hierzu keine Stellungnahme ab. Yo, wer war das? Wow. Oh, verdammt, tut mir leid. Weißt du, als Dad zeigt die Kirche... Ups, mein Fehler. Was ich tun soll. Wusstest du doch von Anfang an, dass sie Kinder wollte? Ja, irgendwann mal in der Zukunft. Mann, sie wird bald 40. Ihre biologische Uhr tickt laut. Ich bin aber nicht bereit. Ich habe noch so viel vor. Und mit einem Kind? Keine Festivals, keine spontanen Campingtrips, nicht mehr nächtelang tanzen. Kein Ketaminpulver schnupfen? Ja, das auch. Kako da runter vom Klo. Vergeude nicht ihre Zeit. Aber ich mag sie wirklich. Sie ist clever und sie geht gern zu Rennen. Und sie steht auf Baumkunstprojekte. Und sie hat einen Job. Markus, wir gewinnen immer mehr Follower. Das wird eine Reaktion von Bloom geben. Unglaublich, dass die Leute die so mächtig werden lassen. Der ganze Science-Fiction-Kram, den wir als Kinder gelesen haben, Big Brother, Gedankenkontrolle, Pre-Crime, das gibt es doch jetzt alles. Dank Bloom und ihrem CTOS. Diese Autoren sahen es vor Jahrzehnten voraus, doch niemand hörte auf sie. Alle lassen sie sich von diesen netten Unternehmensplattitüden und der makellosen Markenbildung blenden und erkennen das Ganze nicht als sozialen Trojaner. Es hilft auch nicht, dass CTOS die von ihnen versprochenen Funktionen erfüllt. Wir stellen uns gegen ein System, das den Menschen oberflächlich hilft, sie aber instrumentalisiert. Da kann man uns leicht als die Bösen darstellen. Eine Frage an dich. Wie viel Zugriff hat DadSec auf CTOS? In anderen Städten, als es noch CTOS 1.0 war, hatten wir viel. Aber leider waren wir zu sorglos. Wir haben den Zeitpunkt für eine große Aktion verpasst. Und 2.0, wir gehen als erste Gruppe dagegen vor. Daher hinken wir noch hinterher. Dieses Mal haben sie uns erwartet. Beim Gedanken, dass in irgendeinem Büro von Bloom auf einem Whiteboard DadSec steht, wird mir ganz anders. Wir machen weiter, dann benutzen die nächstes Mal vielleicht den roten Stift. Ich habe jetzt einen Einblick in Farmingtons Hauptbüro. Ich hacke mich in ihr System und bringe mal Geld unter die Leute. Sowas hört man doch gerne. Das wird ein tolles Wochenende für Ex-Farmingtons Angestellte. Ich habe jedem 10 Riesen geschickt. Finden die Buchhalter den Fehler nicht? Doch, bestimmt. Aber ich habe es von einem illegalen Konto gebucht, also werden sie es nicht an die große Glocke hängen. So macht man das, Leute. Shit, Markus. Häng die Latte für uns andere nicht so hoch. Spinner!
Marihuana-Rezept dabei. Weswegen? Mann, ich glaub's nicht. Was jetzt hier geht. Findet ihn!
anrufst? Okay. Wir haben sie lokalisiert. Polizei kommt. Irre. Lass die Scheiße in deinem Gesicht mal untersuchen. Oh, Moment! Das ist dein Gesicht!